Wir sind in Süditalien, genauer in Ruvo di Puglia, mit 24.000 Einwohnern. Hier haben Vincenzo Paparella und seine Schwester Giuliana vor 8 Jahren ihre Gelateria Mocambo eröffnet. Sie sind Eismacher in 4. Generation und verkaufen das Luxuseis, für das es eine lange Warteliste gibt. So viel sei schon verraten. Das Blattgold ist nicht der Hauptgrund für den hohen Preis von 70 Euro. Es ist nicht einfach nur Eis, sondern eine neue Erfahrung, ein Geschmackserlebnis. Cetro del Re, Königszepter heißt es. Es hat die beiden nicht nur in die Zeitung gebracht, auch auf Social Media starten die Geschwister durch. Seitdem kommen Kunden aus der ganzen Welt, wie der amerikanische Schauspieler Stanley Tucci. Aber was ist nun das Besondere am 70-Euro-Eis? Giuliana startet mit ein paar Eigelb. Die genaue Menge bleibt ihr Geheimnis. Dazu kommt Zucker. Ist schon mal eine ganz schöne Menge. Wir richten uns strikt nach dem Rezept von 1840. Was gab es damals? Die Süßungsmittel waren entweder Honig oder Zucker. Wir verwenden vergleichsweise sehr wenig Zucker. Unser Eis ist kein Eis, von dem man Durst bekommt. Qualität zählt. Vincenzo holt dafür täglich Zutaten von den Bauernhöfen der Umgebung. In Italien nennt man regionale Produkte Kilometro Zero, also 0 Kilometer. Das trifft es. Tatsächlich ist die Hühnerfarm keine 10 Kilometer von ihrer Eisdiele entfernt. Ciao Michele, guten Morgen. Giuliana schickt mich, wir brauchen Eier für die Eisdiele. Du kommst gerade richtig, wir sind am Einsammeln. Vincenzo will Familienbetriebe unterstützen. Insgesamt 1000 Hühner hat die Farm. Sie dürfen immer raus. Nur heute ist es ihnen bei 38 Grad Celsius eindeutig zu warm. Der Chef der Eierfarm lobt die traditionelle Eisherstellung der Geschwister. Du findest doch heute kaum noch eine Eisdiele, die Eis mit Eiern macht. Denn die meisten verwenden nur Pasten und getrocknete Produkte, wo sie nur noch Wasser hinzufügen. Vincenzo lässt es sich nicht nehmen, mitzuhelfen. Die Eier müssen für die Haltbarkeit noch gestempelt werden, bevor sie die Hühnerfarm verlassen. Noch hat Vincenzo den Dreh nicht ganz raus. Jetzt geht's zurück zur Gelateria. Hier gibt Giuliana zu Eigelb und Zucker noch die passende Menge Milch hinzu. Sie muss grammgenau arbeiten und braucht doch für gleichbleibende Qualität viel Fingerspitzengefühl. Natürlich ist die Konsistenz der Milch, der Fettanteil im Laufe eines Jahres nie derselbe. Auch die Eier, je nachdem, was die Hühner fressen, sind immer anders. Dann merke ich erst beim Zusammenmischen, wie viel ich noch von den Zutaten hinzufügen muss. Das bringt die Erfahrung. Giuliana bringt die Mischung für 20 Minuten zum Kochen. Das pasteurisiert die Rohmilch und die Eier. Insgesamt 8 Sorten Eis ab 5 Euro die Portion bietet Giuliana an. Jedes anders zubereitet. Sie macht beispielsweise aus Kakaobohnen in einem aufwendigen Prozess Schokoeis. Doch das Luxuseis nimmt besonders viel Zeit in Anspruch. Das ist kein Geschmack, den wir normalerweise in der Theke haben. Kurz gesagt, wenn jemand herkommt und mich nach unserem Eis fragt, tut mir leid, aber Sie müssen vorbestellen. Denn die Herstellung dauert insgesamt 2,5 Tage. Das Rezept für das Luxuseis geht eigentlich auf einen Vorfahren der beiden zurück. Das ist Luigi Marsella, der Onkel unseres Großvaters. Das war die erste Generation von Eismachern in unserer Familie. Ihr Vater führt die Eisdiele bis in die 90er Jahre weiter. Doch er stirbt viel zu früh. Eines Tages finden Giuliana und Vincenzo auf dem Dachboden seine alten Rezepte. Das ist so schön. Wenn ich seine Handschrift sehe, fange ich an zu weinen. Ich stelle mir dann vor, in diesem Moment hat er mit der Hand dahin gegriffen. Das sieht man hier noch. Giuliana
Giuliana hält sich noch heute strikt an die traditionellen Rezepte. Jetzt kommt die Zutat, die den Preis des Eises neben dem aufwendigen Herstellungsprozess maßgeblich in die Höhe treibt. Safran. Diese Fäden haben einen stolzen Preis. Rund 65 Euro pro Gramm. Giuliana hat die hochwertigste Sorte ausgewählt, weil sie besonders viel Aroma hat. Sie kommt aus dem Iran. Jetzt muss alles 2 Tage durchziehen. Aber Giuliana hat schon was vorbereitet für uns. Die Masse hier ist fertig zur Weiterverarbeitung. Diese kommt in eine traditionelle Eismaschine. Die fügt nicht künstlich um die 30% Luft hinzu, damit das Eis fluffiger daherkommt, wie viele moderne Maschinen. Amerikanische Touristinnen haben einen Monat zuvor das Luxus-Tasting gebucht und dürfen für 1,5 Stunden in die Welt der traditionellen Eisherstellung eintauchen. So lange bleibt die Eisdiele für andere geschlossen. Für die Dekoration karamellisiert Giuliana nur noch Zucker. Die Eismasse hat inzwischen die richtige Konsistenz. Nun baut die Gelateria das 70-Euro-Eis zusammen. Auf ein wenig Sahne kommen exquisite Bronte-Pistazien, die den Geschmack abrunden. Dann eine ordentliche Portion Safraneis, nochmal Sahne und essbares Blattgold mit fast 24 Karat. In Wirklichkeit ist das nicht die kostbarste Zutat, sie ist mehr Deko. Was unser Eis so wertvoll macht, ist der Safran, der momentan einen viel höheren Marktwert hat als Gold. Dieser teure Safran und die tagelange Zubereitung schlagen sich im Preis nieder. Schmeckt man das auch? Es ist voll der Luxus. Du kannst den Safran wirklich schmecken und fühlst dich wie an einem anderen Ort. Nicht wie in Italien, sondern im Nahen Osten. Eine der Touristinnen kennt das Eisbusiness sogar als Insiderin. Meine Schwester hat eine Eiscreme-Firma in Los Angeles. Als die Firma wuchs, wurde die Qualität der Zutaten immer schlechter. Das Eis hier schmeckt super und hat noch die Magie von handgemachtem Eis. Handmade artisanal ice cream. Giuliana und Vincenzo haben das Eisgeschäft ihrer Familie neu belebt. Wir haben eine Mission. Wir wollen fortsetzen, was unser Urgroßonkel begonnen hat. Denn darin liegt die Zukunft der Eisherstellung. Ihre Eiscreme kostet zwar 70 Euro, doch die hochwertigen Zutaten und die zeitaufwendige Handarbeit erklären den Preis. Ein Erlebnis, das jeden Eisfan auf seine Kosten kommen lässt.